Herzlich willkommen zu einem neuen Rennen bei Formel 1 2012. So, ich würde mal sagen, wir starten mit der härteren Mischung. Jawohl, und werden dann in Runde, es sind 14, Runde 9 reinkommen. So, 0% Regenwahrscheinlichkeit, wunderbar, dann klappt das auch alles mit unseren Reifen. Und los geht's. Jawohl, den Monitor noch runter, jawohl. Und rechts, links, rechts, rechts, ja. Rechts lang, jawohl. Rechts auf die Strecke. So, also das Qualifying bin ich schon gefahren. Ja, das lief ganz gut. Und ich starte auf Platz 1. Hey. Jawohl. Dann wollen wir mal sehen, wie wir gleich vom Start wegkommen hier. Die erste Kurve ist schon wichtig. Wenn ich da gut rumkomme, kann ich schon einen Abstand rausfahren hier. So, dann wollen wir mal sehen. Wir müssen rechtzeitig bremsen bei dieser Kurve. Das haben wir noch relativ gut hingekriegt. Wir waren jetzt aber auch noch nicht so schnell. Also im Qualifying, weiß ich noch, war das relativ schwierig, weil ich habe ja ein kurzes Qualifying und habe damit einen fliegenden Start. Also ich fahre schon, beziehungsweise komme fahrend auf die Strecke und muss dann halt die erste Kurve mit fast Höchstgeschwindigkeit einfahren oder befahren, und das ist halt überhaupt nicht so einfach. Also das werden wir bestimmt in den nächsten Runden auch noch sehen, dass ich damit nicht ganz so gut zurechtkomme. Aber wir werden gucken. Wir haben schon einen Abstand von 2,344 Sekunden, und nun sollte ich mich vielleicht doch wieder ein wenig auf die Strecke konzentrieren. Schöne Tribünen übrigens. Eieiei. Vorsicht, Vorsicht. Jawohl, jetzt ist der Abstand, glaube ich, noch ein bisschen weiter gewachsen. Oh. Okay. Hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu weit rauskommen. Ja, erstmal schön langsam runterbremsen. Das müssen wir auch noch besser machen in den nächsten Runden. 14 Runden sind ja zu fahren. Das Ziel meines Rennstalls ist Platz 1. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen kann. Also möglich ist es, aber wie ich mich kenne, drehe ich mich dann doch mal ganz gerne. Fahre meinen Frontflügel da vorne ab, so dass man sehr schlecht lenken kann. Aber wir wollen mal jetzt das Beste hoffen und sagen einfach mal, wir bauen keinen Unfall. So, die erste Runde haben wir geschafft. Dann werden wir mal weiter gucken. Zack, schön. Viel zu spät gebremst. Schei, schade. Was habe ich denn gesagt, ne? Seht ihr, da bin ich zu schnell reingefahren und die Kurve bereitete mir gleich Schwierigkeiten. So, und diese. Oh, auch viel zu spät gebremst. Und. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Was ist denn hier los? Na gut, mein Abstand sieht immer noch sehr gut aus. 2,8 Sekunden, also noch fahre ich Abstand raus. Mensch, was ist denn hier los? Jawohl. Die Kurve haben wir gut hingekriegt. Ein bisschen weit rausgekommen zum Schluss. Huch, was ist das denn? Verbindung zum Formel 1. Boah, ich sollte vielleicht nicht so darunter gucken. Verbindung zum Formel 1 2012. Spielserver unterbrochen. Was bedeutet das denn jetzt? Keine Ahnung, was das bedeuten kann. Wir fahren einfach weiter. Ich glaube, die Autos hinter mir, ja, die sind ja noch da. Ich sehe ja die weißen Punkte auf der Karte. Ja, die sind noch da. Okay, meine Reifen sehen noch relativ gut aus. Bereiten mir noch keine Sorgen. Da sind ja auch harte. Die sollten ja doch noch relativ lange durchhalten. Außer ich schlitter hier so ein bisschen. Aber es sieht im Moment ganz gut aus. Diese Kurve gefällt mir gut. DRS ist aktiviert. Oh, diesmal viel besser reingekommen. Viel besser reingekommen. Jetzt müssen wir gucken, wie wir
Oh, unser Abstand wächst. 4,4 Sekunden. Mal gucken, das sollte eigentlich... Eigentlich sollte das die schnellste Rennrunde werden hier, die wir jetzt im Moment gerade fahren. Außer ich bekomme diese Kurve wieder einmal nicht richtig. Aber gut, das ging noch gerade so eben. Wir werden gleich... Ja, jetzt werden wir gleich gesagt bekommen. Jawohl, es ist im Moment die schnellste Rennrunde, genau. Ah, das kann sich aber auch schnell ändern. Minus 1,688 Sekunden. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Mann, fahre ich schlecht heute. So. Schön abbremsen, jawohl. Bisschen wieder zu weit rausgekommen. Ja, okay, das ging noch. Sehr schön, jawohl. Minus 3,25, minus 3,255 Sekunden. Das heißt, mein Abstand ist noch besser geworden, beziehungsweise meine Zeit ist besser geworden. Die kann ich, glaube ich, dann auch nach Hause bringen. Und ich denke, ja, das wird locker die schnellste Rennrunde. Jo. Wunderbar. Mal gucken, ob wir die nochmal toppen können. Och, Mensch. Nun freue ich mich gerade über die schnellste Rennrunde und dann hau ich hier schon wieder gleich von der Straße runter. Von der Rennstrecke. 10 Sekunden. Das hört sich doch sehr gut an. Sekunden und wieder diese blöde Kurve und ich komme wieder zu weit raus. Das wurde mir schon langsam peinlich, aber irgendwie kann ich mir die Stellen auch nicht merken. Ich weiß ich nicht, wenn ich über die Ziellinie wieder rüber bin, ist die letzte Runde schon wieder weg. Irgendwie klappt das bei mir noch nicht so ganz, aber wenn man sich meine Reifen anguckt, die sind auch nicht mehr so ganz so frisch. Wir befinden uns erst in der vierten Runde, 3,5 Runden vielleicht gefahren. Und die werden jetzt schon braun. Kein gutes Zeichen, ich rutsche zu viel. Beziehungsweise bremst zu doll. Sodass meine Reifen blockieren. Oh, hier aufpassen. Ja, okay, das ging noch. Jetzt habe ich schon wieder Gras am Reifen. Wunderbar. Oh nein, 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 nein. Mein ganzer Frontflügel. Was soll denn das? Och, Leute. Ich wusste es, dass ich mich drehe. Ich habe es euch doch gesagt. Mann. Ah, verdammte Schande hier. Nein, ich fahre jetzt nicht in die Box. Ich muss jetzt so lange draußen bleiben, bis... die mich entweder überholt haben oder ich überhaupt nicht mehr lenken kann. Das ist nämlich immer das Problem. Ja, da sieht man es. Aber diese Kurve ging sogar noch einigermaßen. Das Lenken, besonders in so relativ lang gezogenen Kurven und man dann normalerweise, wenn man den Frontflügel auch dran hat und man Gas geben kann und schön um die Kurve rumfahren kann, besonders da kann man richtig schlecht lenken. Aber was ist denn jetzt los? Ich komme hier perfekt rum. Das war perfekt. Ein bisschen langsam, aber ich bin nicht rausgeflogen aus der Kurve. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus, Mensch. Ja. Ja. Das kann man durchgehen lassen. Da hat man es gesehen, das war so eine schön langgezogene Kurve. Ich habe Gas gegeben und schon fliege ich raus, weil ich nicht mehr so die Bremsleistung schon, aber die Lenkleistung habe. Ich habe nicht mehr den Grip am Boden.
Ah, nun sind meine Reifen auch schon relativ doll abgenutzt, aber ich kann jetzt noch nicht in die Box fahren. Wenn ich jetzt in die Box fahre, dann muss ich mit meinen weichen Reifen so lange draußen bleiben, bis wir das Rennen überstanden haben. Das halten die Reifen, die weichen Reifen niemals durch, wenn meine jetzt schon so braun sind, die harten Reifen. Das heißt, die Weichen halten das niemals aus. Und dann müsste ich nochmal in die Box und damit wäre dann, ja, damit schaufel ich mir im Prinzip mein eigenes Grab. Weil dann überholen mich alle. Zwei Boxenstopps, ne, das wird nichts, deswegen bleibe ich jetzt noch draußen. Das kann ich nicht riskieren. Man sieht, die kommen jetzt schon relativ nah schon wieder ran hier. Das kommt, weil ich einfach keine gute Rundenzeit mehr fahren kann. Weil ich immer sehr doll abbremsen muss. Und jetzt können sie mit Sicherheit gleich noch DRS benutzen. Der war 0,963 Sekunden hinter mir. Oh Gott, Gott. Soll ich in die Box fahren oder soll ich nicht in die Box fahren? Das ist jetzt die Frage. Diese Kurve wieder wunderbar geholt. Na gut, ich fahre jetzt wenigstens langsam rein. Jetzt habe ich nämlich ein bisschen Schiss, dass ich mich ganz raushau. Von daher ist das gar nicht so schlecht. Oh, ich fahre sogar. Ich glaube es aber nicht. Minus 0,577. Ich fahre eine schnellste Rennrunde. Und das mit diesem zerstörten Auto. Ich glaube es nicht. Aber ich denke, es wird sich gleich widerlegen. Das werde ich nicht durchhalten können. Ja, hier sieht man es wieder. Ich habe einfach keine gute Lenkleistung mehr. Hier hätte ich normalerweise auch viel schneller langfahren können. Ich bin jetzt 130 gefahren. Ja, und jetzt kommen sie wirklich dicht. Ja, trotzdem noch minus 1,383. Und hier war eben die Unglücksstelle. Hier habe ich mich eben gedreht. Schön gegen die Mauer gefahren. Oh, jetzt kommen sie wirklich verdächtig nah. Aber ich bleibe wieder eine Runde draußen. Die Frage ist, wann fahre ich jetzt in die Box?